möchte mich ganz herzlich bedanken bei allen, die jetzt hier sind, im Namen vom Schweinfurter Aktionsbündnis. Oh, da ist einer entfleucht. Im Namen vom Schweinfurter Aktionsbündnis gegen Atomkraft. Es sind einige Leute heute hier, die mir noch nicht bekannt sind. Ich stelle mich kurz vor. Ich bin Babs Günther, ich bin Sprecherin vom Aktionsbündnis. Ja, wir hatten euch einfach eingeladen, mitzuhelfen, Ballons zu befüllen. Wir haben das geschafft. Wir haben 500 Luftballons mit dem Radioaktivitätszeichen mit Gas befüllt. Wir haben in Handarbeit ganz filigran die Info- und Antwortkarten dran geknotet. Die Aktion, um die es geht, die soll 11:55 starten. Nicht nur bei uns, sondern an 5 weiteren Atomkraftwerken in Deutschland, die sich daran beteiligen. Es geht nicht nur darum, dass wir ein bisschen Luftballons steigen lassen wollen. Es ist eine politische Forderung damit verbunden. Es geht um das Thema der Evakuierungsplanung, denn die ist absolut ungenügend. In Richtung Verbesserung des Katastrophenschutzes hat sich nichts getan. Was sich getan hat, das Bundesamt für Strahlenschutz hat eine Studie in Auftrag gegeben, die wurde 2012, also im vergangenen Jahr, veröffentlicht. Diese Studie sagt aus, dass im Katastrophenfall damit zu rechnen ist, dass im ungünstigen Fall ein Gebiet um bis zu 170 Kilometer im Radius um die AKWs dermaßen verseucht sein wird, dass es nicht mehr bewohnbar sein würde. Ich glaube, besser. So. So, jetzt habe ich den Bürgermeister von Schwebheim, Herrn Fischer vom Mikrofon. Herr Fischer, wie wichtig ist denn das, dass solche Aktionen noch stattfinden? Es ist immens wichtig, weil wenn also nicht der Druck von der Straße kommt, wenn nicht von der Bevölkerung kommt, dann passiert im politischen Bereich nichts. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass die Leute weiterhin zeigen, dass die Energiewende und der Atomausstieg notwendig ist. Und darum sind solche Aktionen das A und O. Sonst kümmert sich die Politik um nichts. Ist denn jetzt 2015, wenn das Atomkraftwerk abgestellt wird, Entwarnung oder müssen wir weiter auf der Hut sein? Eine Entwarnung gibt es nie. Wir haben jetzt das Zwischenlaucher noch da. Also wir müssen weiterhin dranbleiben. Es geht ja nicht nur um Atomausstieg, es geht ja auch um CO2-Minimierung. Also Energiewende wird uns noch sehr lang beschäftigen. Und wir müssen aufpassen, dass wir uns von den großen Konzernen und ihren Helfershelfern einfach nicht ins Boxhorn jagen lassen. Weil wir müssen uns selber unsere Gedanken machen, weil wir reden von unserer Lebensgrundlage. Und das ist das A und O. Und das ist kein kurzfristige Geschichte, sondern das geht über Generationen. Also gut, Dankeschön. Wir brauchen den Atomausstieg, wir brauchen ihn jetzt und wir brauchen die Energiewende. Und da wollen wir alle was dazu tun. Und die Forderung an die Stellen, die wirklich was tun müssen und die in der Hand haben, die Entscheidung zu treffen. Unsere Forderungen gehen an diejenigen, die im Moment darüber verhandeln, wie sie uns demnächst regieren wollen. Also, vielen Dank euch allen und noch ein schönes Wochenende.